Eine schöne Frau inszeniert sich. Jessica Walz zeigt sich beim Fotoshooting für die aktuelle Maxim von ihrer sinnlichen Seite. Ihr 1A-Körper lässt auf viel Sport und Verzicht schließen. Doch Jessica enttäuscht uns. Ich hatte mir ganz fest vorgenommen, bisschen weniger essen, ein bisschen Diät machen, ein bisschen mehr Sport machen. Und es hat alles nicht geklappt. Dann hatte jetzt, am Sonntag hatte meine Tochter Geburtstag und dann gab es natürlich auch Kuchen. Und ich so, oh, und es war alles für die Füße, muss ich gestehen. Aber mein Gott, was soll man machen? Es lebe die Retusche. Ach Jessica, das, was wir hier sehen, muss nun wirklich nicht versteckt werden. In Spitzenwäsche, mit Federboa und in Strapsen zeigt sich die 30-Jährige bewusst im edlen Diven-Look. Denn der entspricht ihrem derzeitigen Lebensgefühl am ehesten. Zu Hause bleiben aber bei Jessica die heißen Strümpfe aus. Straps oder so ziehe ich jetzt privat eher weniger an. Fast so gar nicht. Aber so schöne Dessous, einfach schöne Höschen, schöne BHs, das ist mir schon wichtig. Aber Jessicas gutes Aussehen ist nicht alles. Auch musikalisch hat sie einiges zu bieten. Gemeinsam mit den anderen Frauen der No Angels begeistert sie die Fans. Gestern in Offenbach präsentierten die frisch vereinten Engel ihre neuen Songs. Die vier wirken entspannter und gereifter denn je. Was wir nach außen hin ausstrahlen, hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass wir einfach jetzt 3 Jahre älter geworden sind. Wir haben Erfahrungen gesammelt. Ich habe ein Kind bekommen, was einfach nochmal ein riesengroßer Erfahrungswert ist. Und ich meine, wir sind einfach keine Teenager mehr. Teenager sind aber immer noch ihre größten Fans. Und natürlich der eigene Nachwuchs. Jessicas Töchterchen Cheyenne ist jetzt 4 und findet's gut, wenn Mama singt. Auch die No Angels mag sie, aber... Sie kriegt das noch nicht so zusammen, dass ich zu den No Angels gehöre. Also ich hatte irgendwann eine Autogrammstunde und da wurde durchgesagt, Jessica von den No Angels gibt eine Autogrammstunde und dann geht sie zum Sascha hin, zu ihrem Papa, und meint so, Papa, die No Angels sind hier. Und ich so, Und so, wahrscheinlich erzählt sie überall, meine Mama kennt die No Angels ganz toll. Toll ist diese Frau wohl in jeder Hinsicht. Weitere intime Einblicke in das Leben aller 4 Engel bekommen Sie morgen hier bei Blitz in unserem No Angels Spezial.